Hallo erstmal, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es 12:25 Uhr, nein, wir haben es 11:55 Uhr. Wir starten dann damit die sogenannte Strategiekonferenz. Ich begrüße euch alle recht herzlich im Rathaus Tiergarten im BVV-Saal, ein alter BVV-Saal von der ehemaligen BVV Tiergarten, aber der Bezirk existiert ja leider nicht mehr, sondern ist nur noch ein Ortsteil. Genau, wir machen, also auf Bitten würde ich vorschlagen, wir machen folgende kleine Abweichung zu der Tagesordnung, die halt vorgestellt worden ist. Erstens, weil wir ein bisschen später sind und zweitens, weil es vielleicht mal ganz cool ist, wenn man auch weiß, wie man hier eigentlich so vor seiner Nase hat. Wir haben mal kurz eine Mini-Vorstellungsrunde, wer so da ist, aus welchen Bezirken. Damit wir einfach im Laufe dieses Tages, wo wir ja immer mal wieder irgendwie miteinander zusammenarbeiten werden, auch wissen, mit wem wir eigentlich da reden, damit wir eine bessere Vorstellung halt darüber haben, wo man, ja, wie Menschen informiert sind. Entschuldigung. Okay. Ah, sehr gut, genau. Wir werden insbesondere diesen ersten Teil, wo es um die Vorträge geht und nachher um die Präsentation der Ergebnisse, werden wir mit aufzeichnen. Wir werden nicht streamen, wir werden aufzeichnen. Daher die Frage in die Runde, ob es irgendjemand von diesen Anwesenden gibt, der nicht auf dem Video sein möchte. Okay, das ist die Person X. Gabriele und Aufzeichnung. Gibt es viele Vornamen? Es waren da hinten rechts auch noch welche? Nein. Gut, also zwei Personen. Einmal. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich vorschlagen, ich gehe jetzt einfach mit dem Mikro kurz rum, damit jeder sich kurz vorstellen kann, Name kurz sagen kann, wo er her ist und fertig. Alles klar, dann starten wir so. Also ich bin Michael Konrad, bin aus Mitte, dort der Gebietsbeauftragte. Hi, ich bin Marcel Geppert, glaube offiziell Pankow-Pirat, werde aber immer zu den Marzahn-Hellersdorfer Piraten gezählt, Generalsekretär des Landesverbandes und auch heute hier für den Landesvorstand. Mein Name ist Patrick, ich komme aus Wilmersdorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und ich bin Interessent. Mein Name ist Rolf Schümer. Ich habe vom Landesvorstand die Beauftragung für die Führung der Gespräche in Richtung Wahlbündnis 2016. Mein Name ist Ingo Tischel, bin Beauftragter des Landesverbandes von Berlin für den Themenbereich Pflegenotstand an den Berliner Kliniken und der Charité. Und komme aus Weddigen. Mein Name ist Joachim Weinberger, komme aus Reinickendorf. Philipp Bagalski, Mitglied der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus. Claudia aus Neukölln und Themenbeauftragte Kultur, eine von dreien. Ich bin Laura aus Neukölln, bin da die eine der Bezirksbeauftragten. Ja. Gabriele Reinickendorf. Hallo, ich bin Thorsten und aus. Ahoi, Lothar, Gebietsbeauftragter Steglitz-Zehlendorf. Hallo, ich bin Tina, auch Steglitz-Zehlendorf, Gebietsbeauftragte. Hallo, ich bin Jess aus Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, hallo, ich bin Dennis, komme aus Herford, ist in NRW und bin dort Landesvorstand. Hallo, ich bin Aljoscha aus Tempelhof Schöneberg und Hallo, ich bin Angelika, Gebiets- und Finanzbeauftragter aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Wunderbar, vielen Dank. Entschuldigung. Hallo, ich bin Diana, ich bin Wahlkampfbeauftragte im Tempelhof Schöneberg. Ich bin Petra, Gebietsbeauftragte in Tempelhof Schöneberg. Hallo, ich bin Olli Wagt, Themenbeauftragter für Suchtpolitik und den Rest sparen wir uns heute. Also ich bin Fritjof aus Mitte und bin gerne vergessen. Nein, ich habe die ganze erste Reihe fairerweise vergessen. Und Mirko heute Abend. Ja, mein Name ist Mirko Brahmann, ich bin auch Beisitzer im Vorstand in Berlin. Vielen Dank. Fast. Matthias wird sich gleich selber im Rahmen seines am einfachsten und am schnellsten vorstellen. Wir machen das jetzt folgendermaßen.
im Ablaufplan oder in der Agenda haben wir halt so vorgesehen, wir werden vom Landesvorstand ein paar aktuelle Kennzahlen, verfügbares Budget, Mitgliederentwicklung, bla bla, hören, werden danach dann in einen Vortrag von Matthias einsteigen, Wahlkampferfahrung aus Fehlern lernen, stellt seine Präsentation vor, welche Fallen es so gibt. Dieser Vortrag dient vor allem als Einstieg nachher für unsere World Cafés. Wir haben danach einen Vortrag von Rolf zu dem Thema Bündnis, was bisher geschah. Ist ebenfalls angedacht als grundlegende Information, um nachher bei dem World Café weiter zu diskutieren darüber. Wir haben von der Claudia einen kleinen Vortrag, nur so als Inspiration, Trigger-Trigger-Wahlkampagne ist er getauft. Danach werden wir eine kurze Einleitung machen, wie das mit dem World Café funktionieren soll. Starten dann so ein kleines Brainstorming für Aktionsideen. Die Idee ist dahinter, wir werden hier irgendwo was hinlegen, wo halt so Ideen, die im Laufe dieses Tages entstehen, für irgendwelche Aktionen einfach niedergeschrieben werden können. Das ist also im Prinzip, läuft den ganzen Tag. Werden dann halt eine 20 Minuten Pause machen, bevor wir halt in die World Cafés einsteigen. Themen werden sein Wahlkampfthemen, Bündnis, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Außendarstellung und Wahlkampf. Und werden dann danach, nach einer größeren Pause, dann wieder zusammenkommen, um die Ergebnisse aus den World Cafés halt vorzustellen, zu gucken, ob wir alles verstanden haben, nochmal die gesammelten Aktionsideen mal kurz vortragen, um sicherzustellen, dass wir die auch alle lesen können, und werden dann gucken, wie das halt weitergeht. So ist der weitere Ablauf geplant. Ich wurde darauf hingewiesen, nochmal darauf hinzuweisen, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, sie wird auch hinterher online gestellt. Wie die ganzen Informationen nochmal zusammengefasst werden, da wird sicher auch nochmal ein Blog dann zu folgen, also dass dann diejenigen, die heute hier nicht dabei sein können, auch trotzdem an die Informationen halt herankommen. So, daher würde ich jetzt einfach an Marcel übergeben zu dem Vorstandsteil. Ich hoffe, das ist lesbar. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Eigentlich sollte jetzt hier Gregor sitzen und ein bisschen was erzählen, er hat leider verschlafen, kommt aber noch. Entschuldigt sich schon mal dafür und bittet darum, nachher, wenn er da ist, auch noch mal ein paar Worte sagen zu dürfen. Wir haben uns natürlich nicht groß abgesprochen vorher, deswegen werde ich jetzt so ein bisschen was zu den Zahlen erzählen. Ich glaube, Fragen waren auch vorgesehen, also wenn ihr Fragen habt, dann gerne mal her damit. Gerade was so den Mitgliederteil angeht, glaube ich, bin ich relativ fit, weil das so mein täglich Brot ist im Landesvorstand. Erste Grafik, die ich euch zeigen möchte, so ein bisschen zu den Kennzahlen, ist eine Aufteilung der Mitgliederzahlen nach Bezirken. Und da sind jetzt mehrere Balken drauf. Also wer ab und zu mal ins Wiki guckt, auf die Mitgliederseite, der wird die Grafik kennen. Da ist die auch mal veröffentlicht. Irgendwie einmal im Monat schiebe ich da eine aktuelle Version drauf. Sind mehrere Informationen drin enthalten. Das Wichtigste ist in der Tat der blaue Balken, also immer ganz rechts, ganz links, sorry, bei den einzelnen Bezirken. Das ist die Anzahl der Mitglieder insgesamt. Der Landesverband selbst hat momentan, ich glaube, 2770 Mitglieder. Von denen sind etwa 200 stimmberechtigt aktuell. Ich glaube. Ja, das kommt hin. Und das ist in der Tat über die Bezirke hinweg relativ einheitlich, obwohl es ein paar Schwanken gibt. Das ist diese kleine türkisblaue Kurve. Man kann sehen, das ist irgendwie so zwischen 9% und 15%, je nach Bezirken. Die glaube ich auch ganz gut die Aktivität in einzelnen Bezirken wieder. Und dann komme ich mal zur zweiten Grafik. Aber vielleicht eine Information noch, es gibt da noch einen dritten Balken, diesen grünen. Das wird jetzt in den nächsten Wochen relativ wichtig, zumindest für mich. Das sind die Sorgmitglieder. Und ihr seht, der Balken ist überall relativ groß. Und auch diese orange Kurve ganz oben, das ist der Anteil der säugigen Mitglieder im Bezirk. Und das sind die Leute, die seit mindestens 12 Monaten ihren Beitrag nicht gezahlt haben. Sprich, für dieses Jahr und für das vergangene Jahr keinen Beitrag gezahlt haben. Und damit quasi in Frage kommen, wenn es darum geht, Mitglieder zu streichen. Das ist so die erste Voraussetzung dafür. Viele von diesen Leuten, die jetzt da darunter fallen, das sind insgesamt etwa 1800, habe ich im vergangenen Jahr angeschrieben, per E-Mail, dann per Brief. Das war mal ursprünglich noch mehr, das war mal um die 2000. Also einige haben sich auch gemeldet, gesagt, hier, ich will kein Mitglied mehr sein, ich war nie Mitglied.
Wir konnten auch so ein paar Buchungsfragen klären, wenn irgendwie Beiträge falsch verbucht wurden oder das Beitragsminderung hatten. Sodass zumindest diese Aktion auch dafür gesorgt hat, dass wir wieder ein bisschen mehr Geld eingenommen haben. Und was jetzt, wie ist diese 1800, die werden jetzt demnächst gestrichen. Heißt, wir werden ab Juni, Juli, das hängt dann primär von der Bundesverwaltung ab, die sich dann um diesen letzten Schritt der Streichung kümmert, also die Leute nochmal final anzuschreiben, und wenn da keine Reaktion drauf kommt, dann werden die ausgetragen aus der Mitgliederdatenbank, und das wird, denke ich mal, im Juni, Juli passieren, dann bei etwa 1000 Mitgliedern landen. Und das ist ein guter Übergang zur nächsten Grafik, die ich zeigen wollte. Genau, das ist mal so unsere Mitgliederentwicklung im Landesverband Berlin. Quasi seit Gründung, ja, nicht ganz, seit Anfang 2009. Und man kann, glaube ich, sehr gut erkennen, so die einzelnen Phasen, die die Piratenpartei der Landesverband Berlin durchgemacht hat an dieser Grafik. Immer wenn irgendwas Tolles sind Zahlen gegangen. Wie zum Beispiel bei der Europawahl, da gab es so eine Übung. Ja, okay, dann machen wir es so. Und dann natürlich zur AGH-Wahl und den Wahlen in 2012 in anderen Landesverbänden, in anderen Bundesländern. Und seitdem der Hype aber vorbei ist, sieht man ganz gut, hat es wieder abgenommen, so die Mitgliederzahl. Wir haben jetzt in den letzten bisschen mehr als ein Jahr knapp 1000 Mitglieder verloren im Landesverband. Und wie eben gesagt, da kommen nochmal welche hinzu. Das ist aber, glaube ich, auch ganz okay so, weil dann haben wir erstmal seit langem wieder irgendwie eine realistische Zahl an Mitgliedern im Landesverband, weil ganz viele Leute irgendwie mal einen Antrag eingereicht haben, haben nie einen Beitrag gezahlt. Vielleicht waren es auch irgendwie nur Spaßanträge, die Freunde für andere Menschen eingestellt haben, ich weiß es nicht. Und da haben wir uns mal so ein bisschen selber in die Tasche gelogen, sage ich mal. Und es ist ganz gut, dass wir da jetzt bald drüber hinweg sind und wieder realistische Zahlen haben. Selbst wenn es nur 1000 Mitglieder sind, ich sag mal so, zur AG Haber 2011 waren wir auch nicht mehr Leute. Da hat es auch funktioniert mit so einem kleinen Kreis an Menschen. Und ich glaube, dass wir so dann auf jeden Fall wieder besser aufgestellt sind mit realistischen Zahlen, mit, auch besser planen können im Landesvorstand, gerade was die finanziellen Sachen angeht, wenn wir hier auf ein realistisches Maß wieder kommen. Genau. Das so zu der Mitgliederentwicklung. Dann noch kurz zu den finanziellen Sachen. Wurden wir auch darum gebeten, was zu sagen. Ist schwierig. Sowohl was zu sagen, als auch jetzt zu klären, wie viel Geld wir für den Wahlkampf haben werden. Die Beratung zum Haushaltsplan für dieses Jahr laufen, also der Haushaltsplan für den Landesverband für dieses Jahr, die laufen aktuell noch. Was auf jeden Fall vorgesehen ist, und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern, sind, dass wir für die Wahl nächstes Jahr 25.000 Euro zurücklegen. Und da wird dann auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal was oben drauf kommen, ganz klar. Der Fokus in 2016 liegt natürlich dann auf der Wahl. Aber zumindest ich persönlich rechne jetzt nicht damit, dass wir irgendwie deutlich mehr als 50.000, 60.000 Euro zur Verfügung haben werden für die Wahl. Das ist in etwa so viel, wie wir 2011 auch für die Wahl hatten. Pi mal Daumen. Wenn wir natürlich jetzt auf einmal irgendwie Großspender finden oder jedes Mitglied irgendwie mal den Geldbeutel aufmacht und nochmal ein paar Euro reinlegt, haben wir natürlich mehr Geld zur Verfügung. Aber das, was momentan irgendwie absehbar ist, was wir selber stemmen können, ohne zusätzlich Spenden, sind halt diese 50.000 bis 60.000 Euro meiner Auffassung nach. Wenn wir nicht radikal irgendwas ändern oder die SMV nur noch halb so teuer ist oder so. Was halt eher nicht passieren wird. Aber SMV ist halt auch ein wichtiges Ding, was auch bezahlt werden will. Genau, das ist so der Ausblick, den ich geben kann auf finanzieller Ebene, auf Mitgliederebene, und jetzt beantworte ich euch gerne noch Fragen, wenn es welche gibt. Gibt. Aha, funktioniert. Super. Ich habe noch eine Frage zu der Mitgliederentwicklung. Also du hattest gesagt, dass nach der Streichung noch ungefähr 1000 Mitglieder übrig bleiben, aber gleichzeitig gibt es bisher nur 200 Stimmberechtigte ungefähr oder 300, das habe ich jetzt nicht genau verstanden, die halt ihren Beitrag bezahlt haben. Heißt das, dass dann nächstes Jahr nochmal die restlichen 700 gestrichen werden? Oder also was ist das, die realistische Zahl eigentlich, 200 bis 300 Leute?
Jein. Ich habe gerade mal nachgeschaut, es sind aktuell 310 Stimmberechtigte, um es genau zu machen. Wenn wir mit den Streichungen weitermachen, werden das tendenziell noch weniger Leute werden, das ist richtig. Es gibt Menschen, die quasi letztes Jahr noch nicht in Frage gekommen sind für diesen kompletten Streichungsprozess, weil sie halt irgendwie nur in 2014 nicht gezahlt hatten, jetzt aber auch in 2015 nicht gezahlt haben und damit entsprechend in Frage kommen für die Streichung. Das sind nochmal um die 200, glaube ich, 250, die jetzt quasi, wenn wir mit dem ersten Schwung mit diesen 1800 durch sind, nochmal anschreiben werden, den Prozess machen, E-Mail schicken, Post schicken, Fragen klären und so weiter. Und dann tendenziell, wenn alles gut läuft, gegen Ende des Jahres gestrichen werden könnten. Alle anderen, wir hatten ja Ende letzten Jahres ein bisschen mehr als 700 Stimmberechtigte, die sind da erstmal völlig raus für dieses Jahr. Also es kann natürlich sein, wenn die jetzt irgendwie dieses Jahr nicht zahlen, oder wenn nicht auf die gleiche Summe kommen am Ende des Jahres, in dem kommenden Jahr auch nicht zahlen, dass sie bis zur Wahl oder selbst bis zum Wahlkampf nächstes Jahr auch noch gestrichen werden. Sieht aber momentan nicht danach aus. Also, vielleicht kann man sich in 2016 auf so etwa 800 Mitglieder einstellen. Ein Punkt, den ich gerade noch vergessen habe, sind Eintritte. Gibt es auch, also zumindest gibt es Menschen, die uns Anträge schicken, Mitglied bei uns zu werden. Das waren dieses Jahr, ich glaube um die 10, 12 müssten das bisher gewesen sein. Allerdings ist es ja mittlerweile so, dass man erst wirklich Mitglied geworden ist, nachdem man seinen ersten Beitrag gezahlt hat. Und es war zumindest jetzt, als ich das letzte Mal die Zahlen gezogen habe, Anfang des Monats, glaube ich, bei sehr wenigen der Fall nur. Ich will jetzt nicht genaue Zahlen nicht im Kopf. Das war sehr überschaubar. Im gleichen Zeitraum, vielleicht nochmal zu den Austritten in dieses Jahr, um dann nochmal kurz ins Detail zu gehen, hatten wir, bis jetzt, dieses Jahr, haben wir noch nicht ganz 50 Austritte. Im letzten Jahr waren es über 400 oder über 500. Das zumindest, wenn man sagen kann, wir sind jetzt wieder in ruhigen Gewässern, um mal so irgendwie nautische Metaphern zu bedienen. Und die mit der Zahl, jetzt unabhängig von den Streichungen, die mal ausgenommen sind, eigentlich relativ konstant. Ja, ich wollte ganz gerne, wie sieht es auf Bundesebene eigentlich aus mit dem Mitgliederschwund? Kann ich nur bedingt was zu sagen, das ist natürlich nicht so richtig in meinem Einflussbereich, das Ganze. Ich gucke ab und zu mal rein. Bundesweit sind wir aktuell bei ein bisschen weniger als 23.000 Mitgliedern. Ich glaube von 32.000, die wir ursprünglich mal waren. Also das Aufräumen oder die Konsolidierung, die wir bei uns vorantreiben, die passiert auch in anderen Landesverbänden. Und entsprechend wird es da auch weniger werden in der nächsten Zeit, bin ich mir relativ sicher. Ja, Mirko. Kann man denn sagen, dass besonders viele in Berlin ausgetreten sind oder kann man das nicht? Wie vom Licht ist. Abhängig von der Gesamtzahl der Mitglieder bei den Piraten in Deutschland eher nicht, weil wir sind zwar ein relativ großer Landesverband nach wie vor. Da gab es aber, glaube ich, in anderen Landesverbänden auch ziemlich große Austrittswellen. Wenn man aber jetzt nur den Landesverband Berlin sich anschaut, gerade letztes Jahr im September, Oktober, hatten wir schon einen ziemlich großen Schwund auf einmal. Das waren in 2 Monaten mal locker 200 Leute, die ausgetreten sind. Auch viele Leute, die vorher aktiv waren, die stimmberechtigt waren, sodass man da schon in gewisser Weise differenzieren kann zu den Austritten, die wir momentan haben, weil das eher inaktive Leute sind. Genau, so das ist, glaube ich, die Differenzierung, die man machen kann. Und ich will nochmal daran erinnern, wir sind hier in Berlin, nicht im Bund. Es ist entscheidend für Wahlkampf 2016 nicht, was die Piratenpartei in Deutschland oder in Europa oder in der Welt an Mitgliedern hat, sondern was wir in Berlin hier haben. Daher finde ich, war das schon mal ein guter Einblick. Mal kurz, ja, ich weiß, du bist gleich dran. Als Fazit zu sehen, in 2011 haben wir genauso viele Leute aktiv, wie wir auch in 2016 aktiv haben werden, beziehungsweise wir haben genauso wenig Geld, wie wir in 2011 hatten. Das ist, glaube ich, so ein kleines Fazit. Aber die Diane hatte noch eine Frage. Das war sehr gut, die Zusammenfassung. Dann würde ich sagen, weil es keine weiteren Fragen gibt, vielen Dank, Marcel, für den kurzen Einstieg.
Ach, doch noch eine Frage. Sorry. Dann wollte ich noch ganz gerne wissen, was wird denn dagegen unternommen, dass der Mitgliederschwund nicht so rapide ist? Warum, weshalb? Das mag vielleicht so von Landesverband zu Landesverband unterschiedlich sein. Bei uns sind es, wie gesagt, mittlerweile nur noch eher inaktive Mitglieder oder Karteileichen, die gehen. Also so, wir haben jetzt, glaube ich, gerade was die aktiven Mitglieder angeht im Landesverband, eine ziemlich stabile Basis. Und wenn ich mir die Mails angucke von Leuten, die in der Vergangenheit ausgetreten sind, dann sind das natürlich unterschiedliche Gründe, teilweise persönliche Gründe, warum Leute austreten, teilweise politische Gründe, warum Menschen austreten, weil sie mit dem Programm nicht mehr einverstanden sind, in Teilen oder in Gänze. Es gibt aber auch Menschen, die irgendwie zum Beispiel mit der Arbeit der Bundespartei nicht zufrieden sind. Und da können wir im Landesverband natürlich relativ wenig machen. Wir können darauf hinweisen und Anstöße geben. Aber wenn es da irgendwie für unsere Ideen, unsere Positionen keine Mehrheit gibt, ist es natürlich schwierig, da dagegen was zu tun. Jetzt hoffe ich die Abschlussfrage. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz was dazu sagen zu der finanziellen Entwicklung? Also warum wir trotz der knapp 9%, die wir 2011 erzielt haben und dementsprechend auch mehr Wahlkampfkostenerstattung und so bekommen haben, jetzt trotzdem nicht finanziell besser dastehen? Ja, gerne. Also insgesamt stehen wir schon finanziell besser da. Der Punkt ist eher, wir leisten uns auch mehr Dinge, als wir 2011 getan haben. Wir leisten uns zum Beispiel eine SMV, die irgendwie 25.000 Euro im Jahr kostet. Wir leisten uns Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Geld kosten. Wir geben ein bisschen Geld aus für Veranstaltungen, die wir durchführen, und sodass wir da in der Tat relativ viel Geld schon gebunden haben. Kann man sich darüber streiten, wie gut das ist oder nicht gut. Aber das ist der Weg, der in der Vergangenheit eingeschlagen wurde. Sodass halt für jetzt für den Wahlkampf tatsächlich erstmal nur relativ wenig Geld oder verhältnismäßig wenig Geld zur Verfügung steht. Aber die 50.000, 60.000 Euro, die wir in 2011 hatten, die waren ja auch nicht irgendwie von vornherein da, sondern sind auch zu einem nicht unerheblichen Teil des Spenden erst im Nachgang oder im Laufe des Wahlkampfes eingetrieben worden, sodass man da noch relativ spontan irgendwie Aktionen fahren konnte. Also ich erinnere mich nur an die Aktion, dass wir, glaube ich, eine Woche vor der Wahl noch Anzeigen im Berliner Fenster in den U-Bahn geschalten haben, weil wir auf einmal nochmal 3.000 Euro dafür übrig hatten, was halt vorher gar nicht absehbar war. Zu den vorgestellten Zahlen, und es geht nur darum, Zahlen kennenzulernen, um einen Einstieg zu haben nachher für die weitere Diskussion, nicht um grundsätzlich über Mitgliederzahlen zu diskutieren. Was wird denn dafür getan, dass das Kontingent ein bisschen aufgefüllt wird? Bei einer Veranstaltung ist, ob dann vielleicht irgendwelche Sachen verkauft werden oder so von der Piratenpartei oder sonst. Das ist richtig. Also ich kann dazu in der Tat nicht viel sagen, weil Finanzen halt nicht mein Bereich sind. Es ist so, dass es einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gibt, über den Einnahmen generiert werden. Es gibt einen Online-Shop, der betrieben wird, über den Einnahmen generiert werden. Das sind aber alles Sachen, die über die Bundespartei passieren, weil bei uns ist aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen so ist, dass alle geschäftlichen Maßnahmen oder Aktivitäten der Partei über die Bundespartei laufen, nicht über den Landesverband. Was es uns als Landesverband relativ schwierig macht, nicht unmöglich, das ist richtig, nicht unmöglich, aber relativ schwierig macht, selber über Verkäufe Einnahmen zu generieren. Ja, wir suchen also Möglichkeiten, genau diesen Wirtschaftsbetrieb in irgendeiner Form zu aktivieren. Also Ideen brauchen wir. Was können wir verkaufen? Ja, weil das ist ein ganz wichtiges Thema, also auch so im Schatzi-Squad oder sowas. Was können wir tun? Das war, glaube ich, der Aufruf gerade, im Schatzi-Squad entsprechend konstruktive Ideen einzubringen, damit es da vorangeht. So, also herzlich willkommen auch Gregor. Ich würde vorstellen, wir machen dann weiter in den nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich mit Matthias, mit seiner Vorstellung aus Piratenfehlern lernen. Das ist jetzt meine freie Übersetzung.